Nintendo 1997. Starten Sie mit Nintendo in eine neue Epoche. Einmal mehr wird Nintendo dem Videospielmarkt neue Impulse geben und neue Maßstäbe setzen. Nintendo 64 wird die Welt der Videospiele in völlig neue Dimensionen versetzen. Und auch Game Boy und Super Nintendo werden 1997 die starken Fundamente Ihres Geschäfts bilden. Game Boy. Neue Erfolge jetzt schon in der Tasche. Die Game Boy Special Edition hat bereits in 1996 für kräftige zweistellige Umsatzzuwächse im Hardware- und Softwarebereich gesorgt. Mit dem Game Boy Pocket wird ein neues Erfolgsjahr mit stürmischer Nachfrage erwartet. Der Game Boy Pocket. Der kleinste ist der größte. Mit seiner attraktiven Ausstattung wird er nicht nur die heutigen Fans in Begeisterung versetzen, sondern völlig neue Zielgruppen erschließen. Der neue Game Boy Pocket. Viel kleiner, halb so schwer und super scharfer Bildschirm. Game Boy Pocket. Der kleinste ist der größte. Nintendo, have more fun. Spiel, Spaß und Spannung immer und überall. Auch in der klassischen Version und in der farbigen Ausführung der Game Boy Special Edition. Nintendo unterstützt den Game Boy Pocket allein in der Einführungsphase mit über 2 Millionen Mark für TV-Werbung. Super Nintendo. Power auf Dauer. Das More Fun Set mit der Super Nintendo Konsole, dem Hightech Action Controller und dem Super Game Boy. Dem Action Pack mit der Super Nintendo Konsole, dem Hightech Action Controller und dem Spiele-Hit Yoshi's Island. Der Power Station mit freier Auswahl unter den Nintendo Superspielen. Super Nintendo. Unschlagbar in Preis und Leistung. Laut Videogames ist Super Nintendo weiterhin das Gerät mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt. Sein Preis liegt bei rund 50% einer 32-Bit-Konsole. Für Super Nintendo gibt es außerdem die bestbewerteten und verkaufsstärksten Spiele. Und Super Nintendo-Fans sind kritische, aber treue Spielefreaks in der Altersgruppe eher bis 16 Jahre. Und das sind nicht wenige. Denn Ende 1996 gibt es bereits 2,4 Millionen Super Nintendo-Besitzer und 6,9 Millionen Gameboy-Besitzer. Und das bedeutet auch, rund 70% aller gängigen Videospielsysteme im Markt sind aus dem Hause Nintendo. Ein enormes Potenzial für das Folgegeschäft mit Software von Nintendo. Und Software für Videospielkonsolen zählt zu den ertragreichsten Sortimentsschwerpunkten in ihrem Geschäft. Und gerade das erste Quartal des Jahres hat hier eine besondere Bedeutung. Starke 37% des gesamten Jahresumsatzes konzentrieren sich auf diesen Zeitraum. Und gerade in dieser Zeit kommt dem Marktführer eine besondere Rolle zu. Die Qualität der Videospiele ist für die Marktführerschaft von entscheidender Bedeutung. Das bestätigt der Markt auch auf eindrucksvolle Weise. Auf der repräsentativ erhobenen Liste der besten Videospiele von Videogames ist Nintendo mit stolzen 45 Spielen unter den Top 50 vertreten. Und aus der neuen Top 100-Hitliste von GfK geht hervor, Nintendo hat 85 Spiele unter den ersten 100 Titeln. Insgesamt liegt Nintendo mit 78% Marktanteil ganz klar an der Spitze, während der nächstgrößte Mitbewerber mit nur rund 10% Marktanteil vertreten ist. Eine ganz wesentliche Nachfragebasis sind die sympathischen Nintendo-Helden wie Mario, Yoshi, Donkey Kong und viele andere. Diese liebenswerten Nintendo-Charaktere haben ihre eigenen Welten fest in den Videospielmarkt etabliert. Rollenspiele für Konsolen bilden ein immer wichtigeres Segment. Auch hier in diesem dynamischen Bereich zeigt Nintendo mit 25% Anteil am Super Nintendo Softwareumsatz und jeweils über 100.000 verkaufte Stück pro Titel eine absolut überzeugende Kompetenz. Und hier sind die wichtigsten Spiele-Highlights für Ihren Umsatz in den kommenden Monaten. Kirby's Fun Pack, das neue Spaßpaket. Spiele mit 23 witzigen Gegnern. Nur Kirby's gepfefferte Power hilft, diesen Funbrocken zu schlucken. Ebenfalls neu dabei, der Volltreffer Street Fighter Alpha 2. Die Nintendo-Umsetzung des neuesten Arcade-Hits von Capcom zieht Kampflustige in ihren Bann. Mit 18 Wettkämpfern und neuen Schlagvarianten. Street Fighter hat eine große Fangemeinde, die in den Freak-Magazinen gezielt angesprochen wird. Abverkauf im Affentempo Donkey Kong Country 3, Dixie Kongs Double Trouble. Das brillante Affentheater geht weiter. In der Hauptrolle Kiddy Kong, der neue Star an der Seite von Dixie. Zwischen Dezember 1996 und März 1997 wird Donkey Kong Country 3 mit 2 Millionen Mark TV-Werbung unterstützt. Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong und jetzt neu Kiddy Kong. In Donkey Kong Country 3 ab 5. Dezember erhältlich. Alle Charaktere schon jetzt in einem affenscharfen Kalender. Kostenlos von Nintendo. Etwas Wildes wird kommen. Etwas, das deine Erwartungen übersteigt.
ist der neue Held von Donkey Kong Country 3, dem fantastischsten Donkey Kong-Spiel aller Zeiten. Noch mehr Details, lebensechtere Bewegungsabläufe und noch bessere Grafik. Donkey Kong Country 3, exklusiv für Super Nintendo. Nintendo, have more fun. Oh Mann, sowas sieht man nicht alle Tage. Adventure und Rollenspiele. Jetzt in den Hauptrollen Terranigma und Lufia. Terranigma, ein spannender Kampf zwischen den Mächten der Dunkelheit und des Lichts. Der nichtlineare Spielverlauf und der außergewöhnliche Detailreichtum begeistern auch anspruchsvolle Abenteurer. Terranigma wird mit über 1 Million Mark TV-Werbung unterstützt. Terranigma, das Rollenspiel-Adventure. Neu für Super Nintendo ab Anfang Dezember. Schon jetzt gibt's das Comic zum Spiel kostenlos. Der Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und des Lichts hatte alles Leben auf der Welt ausgelöscht. Aber nun ist ein Held geboren, um die Welt zu retten. Und dieser Held bist du. Hinter dieser Tür verbirgt sich das Schicksal der Menschheit. Entdecke das Geheimnis der Welt und erschaffe sie neu. Denn du hast die Macht in Terranigma, dem großen Rollenspielabenteuer, exklusiv für Super Nintendo. Have more fun. Ein weiterer Stern am Rollenspielhimmel ist Lufia. Mit noch mehr Rätseln als in Zelda. Eine echte Herausforderung. Auch Lufia wird mit mehr als 1 Million Mark TV-Werbung unterstützt. Lufia, das Abenteuer-Rollenspiel für kluge Strategen. Die Fürsten der Finsternis kamen aus dem Nichts und brachten Zerstörung über das Land. Maxim, der Held der Geschichte, nimmt mit seinen furchtlosen Begleitern den Kampf gegen das Böse auf. Werden sein Instinkt und seine magischen Fähigkeiten die Erde retten? Alte und neue Action-Fans kommen mit Star Wars voll auf ihre Kosten. Als Jedi-Ritter gegen die Feinde der Galaxis. Mit dabei die bekannten Star Wars-Helden Luke Skywalker, R2-D2 und Prinzessin Leia. Und jetzt heißt es Attacke. Tetris Attack. Die neue Puzzle-Sensation hat nun auch Yoshi's Island erreicht. Bösewichte Kamek und Bowser warten schon mit einer harten Probe für Reaktionsvermögen und Geschick. Da heißt es schnell denken und gleich handeln. Auch Tetris Attack bewerben wir im Fernsehen. Attacke! Tetris Attack, die total neue Puzzle-Sensation. Ob allein oder zu zweit. Sei clever, sei smart, sei Tetris. Tetris Attack für Game Boy und Super Nintendo. Have more fun! Attacke! Natürlich gibt es auch für den Game Boy neue verkaufsstarke Software. Zum Beispiel Donkey Kong Land 2. Das komplett computergerenderte Spiel wartet mit aufregender 3D-Grafik und Animationen auf seine Herausforderer. Unterstützt von mindestens 1 Million Mark starker TV-Werbung. Nintendo präsentiert das größte Donkey Kong-Abenteuer aller Zeiten für den Game Boy. Donkey Kong Land 2, exklusiv von Nintendo. Nintendo, have more fun. Stapeln Sie hoch mit Tetris Attack, auf für den Game Boy. Die Puzzle-Sensation auf Yoshi's Island ist eine harte Probe für Reaktion und Geschick. Der Weltraumklassiker Star Wars auch für den Game Boy. Die beliebten Star Wars-Helden Luke Skywalker, R2-D2 und Prinzessin Leia im Kampf gegen das Imperium. Und jetzt heißt es freischaufeln mit Mole Mania. Muddy Mole muss ganz schön was leisten bis zum Happy End mit der Familie. Wave Race. Das spannende Jetski-Rennen auf 8 Leveln kann beginnen. Willkommen an Bord. Weiterhin im Programm für Super Nintendo und Game Boy die Abenteuer mit den beliebten Charakteren Pinocchio und den Schlümpfen. Mit der Neuauflage bewährter Erfolgstitel in echter Taschengeldpreislage unterstützen wir sie in dem wachsenden Budgetsegment. Tennis, F1 Race, Golf, Mega Man. Nintendo nutzt die Faszination des Fernsehens, denn bewegte Bilder überzeugen. Für die neuesten Spieler-Highlights werden starke TV-Spots mit optimalen Kommunikationsleistungen eingesetzt. Nintendo sorgt täglich mit 20 bis 40 Spots für unübersehbare Präsenz im Fernsehen. Dabei werden zielgruppenadäquate und reichweitenstarke Programmumfelder wie RTL, RTL 2 und Pro7 belegt. Zusätzlich zu der Fernsehwerbung sorgen Anzeigen in der Freakpresse und in führenden Jugendtiteln wie Mickey Mouse und Bravo für eine weitere Steigerung der Kommunikationsleistung. Neben dem Printauftritt stärken die einzigartigen Nintendo-Club-Zeitschriften in jährlicher Millionenauflage und die ständig aktualisierten Verbraucherprospekte die Kundenbindung.
Mehr als 500 Millionen PR-Kontakte in TV, Funk und Print belegen immer wieder die hohe Aktualität der Nintendo-Produkte. Die professionelle PR-Arbeit von Nintendo bewirkt eine umfangreiche und positive Berichterstattung und schafft eine starke Medienpräsenz. Die professionelle Nintendo-Warenpräsentation ist ein entscheidender Faktor für den Abverkauf. Nintendo bietet maßgeschneidert für jede Geschäfts- und Platzierungsgröße verschiedene Präsentationssysteme für Ihr Geschäft, die den Wiedererkennungseffekt der Kommunikation herstellen und zum Kauf anregen. Nutzen Sie auch die offene Warenpräsentation als aktiven und verkaufsfördernden Auftritt. Ware zum Anfassen und die damit verbundene direkte Information über Produkt, Inhalt und Preis wird Ihre Kunden überzeugen. Ein erheblicher Teil der Einkaufsentscheidungen wird vor dem Betreten des Geschäfts gefällt. Und hier die aktuellen Präsentationshilfen für die kommenden Monate. Die blickfangstarke Präsentation für Game Boy Pocket. Das Donkey Kong Family Fenster. Die Deko für das aktuelle Game Boy Sortiment. Sowie das Deko-Paket für die komplette Neuheitenpräsentation. Sonderflächenaktionen bringen höhere Kundenfrequenz und schnellen Umsatz. Nintendo bietet optimale, fesselnde Aktionsideen für jeden Anlass, jede Größe und jeden Anspruch. Starten Sie mit Game Boy und Super Nintendo in ein erfolgreiches 1997. Erfolgreiche Produkte, Super TV-Power und ein professioneller Auftritt am POS garantieren den gemeinsamen Erfolg. Stop taking cocaine. Nintendo 64 – The New Dimension of Fun. Nintendo 64 wird die Welt der Videospiele in völlig neue Dimensionen versetzen und den Markt ins nächste Jahrtausend führen. Und Nintendo 64 hat einen Traumstart. Der Einführungserfolg in Japan mit über 500.000 verkauften Konsolen allein in der ersten Woche hat sich in spektakulärer Weise in den USA fortgesetzt. In wenigen Tagen nach der Produkteinführung wurden in den USA mehr als 460.000 Konsolen durchverkauft. In dieser kurzen Zeit wurden von Nintendo 64 mehr Einheiten verkauft als von Sega Saturn und rund ein Drittel von Sony PlayStation seit der Produkteinführung vor 15 Monaten. Die Nachfrage ist dort so vehement, dass allein bis Ende dieses Jahres mit einem Gesamtbedarf von über 1,5 bis 2 Millionen Stück gerechnet wird. Auch die Einführung von Nintendo 64 in Deutschland wird ein sensationeller Erfolg. Dafür sprechen starke Fakten. Der Verbraucher. Denn die Nintendo-Fans wissen, was sie wollen. Die deutschen Fans stehen den amerikanischen in nichts nach. Auch sie sind äußerst loyal. So sind mehr als 60% der Super Nintendo-Besitzer bereit, sogar mehr als 6 Monate auf Nintendo 64 zu warten. Das Produkt. Die neue 64-Bit-Generation von Nintendo 64 ist ein Quantensprung in der Entwicklung des Videospiels. Sie eröffnet den Fantasien der Spieleentwickler und auch denen der Spieler völlig neue Freiräume. Super Mario 64 wird bereits heute als das beste Videospiel aller Zeiten eingestuft, während Wave Race 64 das neue Referenzspiel bei Rennspielen sein wird. Das Nintendo 64 Marketingpaket der neuen Dimension. Zielgerichtete Media-, Promotion- und Merchandising-Aktivitäten sorgen für eine kraftvolle Durchsetzung im Markt. Der Vorverkauf. Nintendo 64 startet früher als erwartet. Die Fans können ihr Nintendo 64 schon ab 2. Januar vorbestellen. Nintendo unterstützt diese Phase mit einem starken Aktionspaket, begleitet von TV-, Print- und PR-Aktivitäten. Bereits heute sind 210.000 Konsolen fest disponiert. Für 1997 werden 500.000 verkaufte Nintendo 64-Konsolen und die dreifache Softwaremenge erwartet. Mit der Nintendo 64-Vorverkaufsaktion können wir sicher sein, dieses Ziel gemeinsam mit Ihnen zu erreichen.
Und jetzt stellen wir Ihnen die Nintendo 64 Vorverkaufsaktion vor. Ab dem 2. Januar beginnt die heiße Vorverkaufsphase mit starker TV-, Print- und Merchandising-Unterstützung. Sie können Ihren Kunden anbieten, die heiß ersehnte Nintendo 64-Konsole bei Ihnen im Handel vorzubestellen. Nintendo stellt Ihnen dafür ab Ende Dezember ein attraktives Promotion-Paket kostenlos zur Verfügung. Es enthält folgende Aktionsmaterialien. Der Bestellcoupon, das Kernstück dieser Phase. Der Bestellcoupon und eine Anzahlung in Höhe von 64 Mark machen das Geschäft perfekt. Der Coupon ist Bestandteil des Nintendo 64 Sonderhefts. Die Vorverkaufsaktion wird darüber hinaus in verschiedenen Freak-Magazinen angekündigt. Das 36-seitige Nintendo 64 Sonderheft für den Konsumenten enthält ausführliche Hardware- und Spielebeschreibungen sowie den Bestellcoupon. Es wird über die begleitende TV-Kampagne bekannt gemacht und steht Ihnen in ausreichender Menge kostenlos zur Verfügung. Sie erhalten von uns kostenlos Nintendo 64 Videos, die die neue Dimension des Videospielens eindrucksvoll präsentieren. So können Sie Ihren Kunden im Geschäft auf anschauliche und packende Weise über die Nintendo 64 Welt und die Vorbestellmöglichkeiten informieren. Die Nintendo 64 Videos stehen für Ihren individuellen Einsatz zur Verfügung. Interessierten Kunden können diese mitgegeben werden, damit sie sich bequem zu Hause informieren. Das Aktionsplakat ist der Blickfang am POS und im Schaufenster. Es informiert den Kunden in knapper Form über ihre Vorverkaufsaktion und fordert zum schnellen Handeln auf. Mit der Anzahlung erhält der Kunde von Ihnen als kleines Dankeschön einen Nintendo 64 PIN. Dazu gibt es eine aufwendige Besitzurkunde, die zu Hause aufgehängt ein echtes Schmuckstück ist. Ein Blickfang für Freunde und Gesprächsthema Nummer 1. Besitzurkunde und Nintendo 64 PIN sind im Promotion-Paket entsprechend Ihrer Vorbestellung enthalten. Detaillierte Informationen als Gebrauchsanleitung zur gesamten Vorverkaufsaktion finden Sie in dem Promotion-Paket. In der Vorverkaufsphase ab 2. Januar unterstützen wir Sie mit effektiver TV- und Printwerbung, die von kontaktstarken PR-Maßnahmen begleitet wird. TV-Spots in RTL, RTL 2, Super RTL, Pro7, Sat1, Kabel 1 und Nickelodeon unterstützen die Vorverkaufsaktion im Handel. Sie begeistern den Verbraucher und informieren ihn ganz gezielt über die Nintendo 64 Sonderhefte und die Vorbestellmöglichkeit im Handel. Gezielter Printeinsatz ergänzt die TV-Kommunikation. In allen Freak-Magazinen und führenden Jugendzeitschriften erscheinen aufmerksamkeitsstarke Anzeigen, in denen auf die Vorverkaufsaktion hingewiesen wird. Professionelle, intensive PR-Arbeit von Nintendo sorgt für zusätzliche Aktualität der Vorverkaufsaktion. Spielpremiere in Ihrem Geschäft. Für die Nintendo-Partner gibt es ab Ende Januar eine besondere Aktion. Ein Original Nintendo 64 Demo-Display macht Ihr Geschäft zum Premierenschauplatz einer echten Innovation. Als unübersehbarer Blickfang der offenen Warenpräsentation an Gondelkopf, Wand oder Regal. Ein unwiderstehlicher Kundenmagnet in jeder Platzierung. Somit haben Sie die Möglichkeit, Nintendo 64 live vorzustellen. Jetzt können Ihre Kunden die Faszination der neuen Spieldimension selbst erfahren. Mit diesem persönlichen Spielerlebnis ist die Kaufentscheidung vorprogrammiert. Damit Sie Ihre Nintendo 64-Präsentation so perfekt wie möglich inszenieren können, bieten wir Ihnen komplette Schaufenster-Kits mit Displays, großformatigen Aktionsfahnen und 40x40 Elementen. Dazu ein komplettes Paket mit Deckenhängern, Postern, Cutouts und Regalstoppern für den Innenraum und die Präsentation am Demo-Display. Gleichzeitig zur Einrichtung der Nintendo 64 Demo-Displays stellen wir Ihnen brandneues Schulungsmaterial auf Videokassetten zur Verfügung, die Ihre Mitarbeiter auf den neuesten Wissensstand bringen. Mit allen Argumenten, die für Nintendo 64 sprechen. Ab der Einführungsphase Anfang März werden wir mit noch breiter ausgelegten TV-, Print-, PR- und Merchandising-Aktivitäten den Erfolg von Nintendo 64 über das Jahr weiter ausbauen. Nintendo 64 – The New Dimension of Fun. Diese Bilder sprechen für sich.
Nintendo 1997. Das Erfolgsjahr für Sie und Nintendo. Mit Game Boy, Super Nintendo und Nintendo 64. Eine neue Epoche, neue Impulse, neue Maßstäbe, neue Dimensionen und neue Erfolge. Steigen Sie ein und starten Sie jetzt.